Hallo und herzlich willkommen zu Wir warten auf Weihnachten. Ich bin Jasmin und heute wird es festlich. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt oder ob ihr euch darunter etwas vorstellen könnt. Im Minikatalog gibt es ein Designerpapier, das heißt beflockte Blüten. Und ihr hört's. Also es ist, ich würde nicht sagen, es ist Filz, es ist einfach Flock. Ja, es ist weich und also es hat eine tolle Griffigkeit. Und das Papier an sich ist sehr edel gestaltet, also mit Blättern, Weihnachtsmotiven, Ranken oder Ornamenten und natürlich dem Weihnachtsstern. Und ich habe hier daraus einfach mal eine Tasche gemacht, in der ich eine Karte versteckt habe. Und die geht so auf. Ja, und ich finde, das ist schon sehr edel. Also allein von der Art und vom Aussehen her ist es nicht, was man so einfach so bekommt, sage ich jetzt mal. Und deswegen wollte ich euch die unbedingt zeigen. Also die musste jetzt mal für euch her. Deswegen, wir legen gleich los. Fangen wir an. Ihr braucht dafür natürlich das Designerpapier, besonderes Designerpapier, beflockte Blüten. Ich zeige euch mal kurz. Also ihr habt ihr diese Ornamente, dann habt ihr das von meinem Umschlag mit Blättern und ja, Zweigen und dann hier noch mal den Weihnachtsstern. Und ich möchte jetzt einfach mal das in einem anderen Designerpapier probieren. Das habt ihr das schon gesehen? Nein, das kommt morgen erst. Morgen seht ihr noch was ich mit diesem Vellum gemacht habe, sozusagen. Ihr braucht dafür den Papierschneider und die Tasche ist 15 mal 15 cm groß. Das heißt, ihr schneidet euch bei 15. Und dann bei 30, also wir kürzen das um einen halben Zentimeter. Und dann falzen wir das Ganze nochmal bei 15. Ihr müsst da gar nicht so fest drauf drücken. Ja, machen wir erstmal den. Fertig. So, im Gegensatz zu anderem Vellumpapier war ich erstaunt, dass man hier die Klebelinien nicht sieht. Also ich knicke das jetzt aufeinander. Und bei jeder Tasche brauchen wir natürlich rechts und links Kleber, dass es zu einer Tasche wird. Und ich habe hier das Abreißklebeband genommen und war erstaunt, dass es nicht ja sichtbar ist oder nicht zu sehr. Also nee, also ich finde, man sieht es nicht. Und deshalb ja, hat das schon mal gewonnen, das Papier bei mir. Ich mag das nämlich gar nicht, wenn der Kleber rausguckt. Man muss den immer irgendwie verstecken und ja. So, einmal hier und einmal auf die andere Seite, damit es eine Tasche ergibt. Und dann ganz einfach übereinander kleben. Und schon habt ihr die Tasche fertig. So, jetzt geht es erstmal ans Ausstanzen. Wir brauchen einiges an Material.
Und zwar brauchen wir, hätte ich jetzt erst einbrennen müssen. Ach, nee, machen wir später. Also, wir brauchen 1 Stickmuster und zwar den kleineren und den größeren, glaube ich, sowas. Ich muss noch mal gucken. Das ist der hier und das sind die größeren. Nee, nur die drei. Also dreimal den hier in Gold und dafür habe ich mir wieder mein Lieblingspapier mit Lieblingspapier, das Folienpapier Matt Metallic. So rum ist. So. Das brauche ich jetzt, wie gesagt, dreimal. Ich empfehle euch, das einzeln zu machen. Also klar, einzeln müssen wir sowieso, aber auch die Folie nicht zu oft durch die Big Shot, durch die Stanzmaschine zu kurbeln, weil sonst, also ihr seht, ich habe ja schon viel mit der Platte gearbeitet und dann sind dann so Rillen drin und das sieht nicht schön aus. So. Da reicht auch ein Durchkurbelgang. Und dann brauchen wir auch noch mal in dem gleichen Goldton, hole ich mir jetzt noch mal aus dem Set Weihnachtsstern, das habt ihr jetzt nicht gesehen, ne? Dass das hier nicht aufgeräumt war, Schande über mich. Kommt davon, wenn man zu viele Projekte auf einmal macht. Aber das ist keine Entschuldigung. So, hier mache ich das genauso. Ich schneide mir die erst zurecht, die kleinen Stücke. Einfach damit ich keine zu vielen Abdrücke auf dem Restkarton habe. So. Einmal die hier noch. Nochmal. So, und dann brauche ich noch aus dem Stempel, aus dem Stanzformen-Set, wo habe ich es denn? Hier, aus dem Etiketten mit Stil brauche ich noch das hier und zwar in Flüsterweiß. Und da habe ich auch noch einen Rest. Erstmal wieder weg, aber wir brauchen sie später noch mal. Und jetzt kurze Chaosbewältigung und dann bin ich gleich wieder da. So, also ich habe hier jetzt Etiketten mit Stil.
die drei vom Stickmuster, die zwei aus der aus dem Weihnachtsstern. Jetzt brauchen wir noch, genau, jetzt werden wir erstmal einbrennen. Dazu brauchen wir das Versamark und das Gold-Embossing-Pulver. Einmal für den Spruch auf der Karte. Dazu nehme ich wieder die geteilte Freude. Ihr wisst ja, große Liebe. So. Und dann nehme ich ausnahmsweise mal nicht den Nordpol. Also ihr dürft wirklich ein Kreuz im Kalender machen. Weil bei allen Buttons nehme ich ja normalerweise den Nordpol-Stempel. Nein, ich nehme diesmal aus den weihnachtlichen Grüßen. Frohe Festtage und alles Gute fürs neue Jahr. Allerdings auch ein Button. So, dazu brauche ich jetzt noch ein Reststück und Versamark. Ihr wisst ja, Versamark, das ist der Kleber und das Embossing-Pulver wird sozusagen dann eingebrannt. So, einmal hier. Habe ich natürlich den Buddy vergessen. Ich bin gespannt, ob es trotzdem funktioniert. Ach, einigermaßen. Mit Buddy wäre Ihnen das nicht passiert. Für solche Fälle... Oh, jetzt habe ich natürlich überall... Für solche Fälle nehme ich mir noch einen kleinen Pinsel. Und versuche zu retten, was zu retten ist. Funktioniert nicht immer. So. Und jetzt noch ganz schnell, diesmal mit Buddy. Button. Ja, perfekt. So. Und ihr wisst ja, einbrennen und wir sehen uns gleich wieder. So, hier sind beide. Die werden jetzt noch, beziehungsweise den hier müssen wir noch auskurbeln. Da mache ich mir noch mal Platz für die Stanzmaschine. Allerdings muss ich noch was aus, brauche ich die Stanzmaschine noch für etwas. Deswegen nehmen wir uns jetzt erst die Schneidemaschine und schneiden uns kurz die Karte zu. Und zwar... Einmal 13 mal 26. Gefalzt bei 13. Das ist also die Grundkarte. Und dann brauchen wir noch einen Aufleger. Und der ist 12,7 mal 12,7. Also ganz knapp nur. So. Dann, wie gesagt, brauchen wir noch mal die Stanzmaschine.
einmal nehmen wir uns den kleinen, das kleine, ja, den kleinen Button und die Stanzform lageweise Kreise. Der ist zu. Das ist er, oder? Nee, der ist zu groß. Habe ich die falschen? Waren das doch keine lagenweißen Kreise? Ich bin mir nicht sicher. Der nicht genau gleich ist. Ne, der kommt mir größer vor. Okay, also ich nehme jetzt statt lageweise Kreise, nehme ich nochmal, ihr wisst, der Nordpol, nehme ich mir den Kreis aus dem Stempelset vom Nordpol. Mir vergessen aufzuschreiben, welche Stanzform ich benutzt habe. Aber gut, wir haben ja genug. Also, ja, das passt auch. Ist ein bisschen größer als das andere. Wahrscheinlich habe ich den Stanzer genommen, den Handstanzer. Das kann natürlich auch sein. So, und dann, genau, dann nehmen wir uns die Zweierplatte raus. Weil wir nämlich jetzt und die einer der Dreier muss auch raus, weil wir nämlich jetzt prägen. Und zwar mit den Struktureffekt. Ihr nehmt euch die 12,7x12,7 große Stück Flüsterweiß und legt das in den Struktureffekt Prägefolder, in die Prägeform. Und kurbelt das einmal durch die Big Shot. Nein, nicht durch die Big Shot. Durch die Stanzform. Heute habe ich es wieder mit der Big Shot. Ich habe mir solche Mühe gegeben. So, und dann habt ihr das einfach ein bisschen mehr strukturiert. So, wir haben das ausgeschnitten und das. Dann brauchen wir die Stanzform. Oh Mann. Ich wollte es mir doch hier drauf schreiben. Dann brauchen wir die Stanzmaschine nicht mehr. Dann kommt sie jetzt auch weg. So, das geht zurück. So, die Grundkarte, die knicken wir uns einmal. Und der Aufleger sozusagen, der ist ja nur 3 mm kleiner. Der kommt direkt oben drauf. So. Jetzt habe ich hier zwei der goldenen Kreise und den einen, dann brauchen wir sie doch noch mal, den einen werde ich mir jetzt in der Mitte falzen. ich mache das jetzt mal so. Wenn ihr den ungefähr so reinlegt, könnt ihr ja schauen, 2,3 und einmal falzen. Das muss jetzt nicht perfekt die Mitte sein, ich zeige euch gleich warum.
Ihr habt jetzt einen geknickt und einen nicht. Den geknickten, den klebt ihr genau an der Falzkante. Also nur einmal voll machen mit Kleber. Genau mittig auf die Rückseite eurer Karte und genau an der Falzlinie. So, ich hoffe, das war jetzt mittig. Kann man schwer erkennen, wenn man sich nicht drüber beugt. So. Ja, soweit. So, also der klebt jetzt hinten und da ist eure Falzkante drin. Und den anderen kleben wir einfach oben drüber auf die andere Seite der Karte. Das dauert ein bisschen länger. Und hoffentlich ohne. Ja. Ich mag das ja gar nicht, wenn der Folienkarton. Er klebt nicht. Also er muss. Da müsst ihr ein bisschen warten. Und nicht so ungeduldig sein wie ich jetzt. Weil jetzt habt ihr da. Sonst habt ihr überall Kleber. So. Ja, also da müsst ihr aufpassen, weil der kommt durch die gestickten, na super, hier ist es auch, durch die gestickten Löcher. Ich muss das mal kurz hier wegmachen, sonst klebt nachher alles. So, kurz ruhen lassen am besten und gar nicht so viel drücken, sonst geht's schief. So, dann schneiden wir so lang noch die zwei Blätter aus. Also ihr seht, hier unten habe ich noch mal zwei der beflockten Blätter aus dem Designerpapierset. Das heißt, die schneiden wir uns jetzt noch zu. Gibt es keine Stanzform dafür, das heißt, die müssen per Hand ausgeschnitten werden. Ich mache das auch wieder mit ein bisschen Abstand, also mit ein bisschen mit so einem schmalen Rand. So, dann habe ich ja die Zweige, die zwei. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich dieses Mal eben die beiden kombiniere. Also vorher hatte ich sie ja hier geteilt. Und diesmal möchte ich sie auf beiden Seiten haben. Also, das heißt, einmal so und einmal so. Genau. Ja. Also die Blätter klebe ich mir direkt unter unter die Ecke, also unter die rechte Ecke und unter die linke Ecke. Ups.
Okay. Die tun sich ein bisschen schwer mit dem Kleben, also da muss man aufpassen, sonst ist man überall verklebt. So, dann die hier. Da müsst ihr höllisch aufpassen, denn da passiert das Gleiche. Das heißt, ich mache mir jetzt erstmal hier Kleber drauf und schiebe mir die jetzt einfach unten drunter in der Hoffnung, dass das alles mithält. Jetzt muss ich, also ich halte mir das jetzt erstmal hin. Das finde ich schon ganz gut. Allerdings den sieht man gar nicht. Deswegen muss der jetzt noch so ein bisschen hier rüber. So. Und erst jetzt würde ich, man kann es sogar noch ein bisschen, jetzt erst würde ich die Blätter festkleben. Weil ihr könnt sie leider nicht so lassen, wie bei einer normalen Karte würde ich sie jetzt abstehen lassen. Aber die soll ja wieder in diesen Umschlag rein. Und dann kann es passieren, dass sie euch abgehen. Das heißt, ganz vorsichtig nochmal umklicken. Und da ein bisschen Kleber drauf tupfen, so wenig wie möglich. Am besten gar nichts. So, und auch hier nehme ich mir ein Werkzeug zur Hand. Könnte auch die Schere nehmen. Das dauert ein bisschen, weil der Kleber sich mit dem Struktur verbinden muss. Da ist ja der das Strukturierte. So, und jetzt noch mal hier. Am besten einfach gehen lassen und weitermachen. Ach so, was ich euch überhaupt erzählen wollte, weshalb ich den Knick gemacht habe. Ich finde es unschön, wenn man die Karte öffnet und dann würde sich hier automatisch ein Knick bilden. Der franzt aus oder der ist nicht gerade. Also das gefällt mir nicht. Ich wollte eine ganze Scheibe haben. Deswegen habe ich mir den hinteren geknickt. Das heißt, der gibt nach. Aber der vordere bleibt. Deswegen, man kann die Karte ganz normal öffnen. Der vorne knickt sich nicht, weil eben der hintere schon nachgibt. Und dann habt ihr das Problem nicht. Ihr seht es da hinten. Und so ist es bei der auch. So, jetzt kommen wir noch zu der Außendeko. Nachdem hier jetzt alles klebt. Nein, alles gut. Auch hier aufpassen, wo ist der Anfang? Jetzt finde ich ihn nicht mehr, da ist der Anfang. Also hier ist oben, das heißt, so rum hinlegen, ganz wichtig. Jetzt brauchen wir noch das tolle Garn. Das ist auch so ein Kombipack mit dem breiten Grünen. Ich nehme mir jetzt Clue Dots. Und mache mir den ersten, also den Anfang, den klebe ich mir mit einem Clue Dot hier fest. Dann wickle ich vorsichtig
einmal rum und am Ende drücke ich mir das Ende auf denselben Clou dort drauf. Und dann habt ihr schon mal die Kordel, das Garn fest drauf. Jetzt kommt der Tritt-Button. Habe ich mir den? Ja, der kommt mit Dimensionals drauf. Ich mache bewusst eins nochmal genau hier drüber, bevor ich überhaupt den Rest mache. Der ist ja recht groß, das heißt, wir können locker hier noch außen rum. Ups, der war ja schon. Noch zwei Stück kleben. Die kleben übrigens super auf dem Papier. So, und dann den Button drauf. So ist es jetzt erstmal verschlossen. Jetzt brauchen wir noch den hier. Den kleben wir einfach mit Tombow drauf. Ja, also der ist ein bisschen größer, als ich vermute. Ich habe das mit der Handstanze gemacht. Aber das macht ja nichts. Die sind ja alle nie gleich. Ja, und das war's auch schon. Ich zeige euch mal beide Umschläge. Und hier sind beide Karten. Mir gefällt fast das letzte besser, wenn man die zwei Elemente verteilt, als in eine Richtung zu gehen. Wobei mir bei der Button besser gefällt, wenn es kleiner ist. Also ja, hat beides immer was für sich, wenn man verschiedene Varianten macht. Ich stecke nur eins rein. Es passt. Ich lasse das jetzt mal so, dass ihr seht. Ja, schreibt mir gern einen Kommentar. Ihr wisst ja, wie es geht mittlerweile. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn ihr wollt, wenn euch das Video gefallen hat, oder abonniert meinen Kanal. Maße, Anleitung, Fotos, wie immer auf meiner Homepage www.jasminsideenreich.de. Ja, habt ihr Fragen? Wollt ihr vielleicht etwas bestellen, dieses wundervolle Papier zum Beispiel? Meldet euch gern bei mir, in der Infobox findet ihr die Kontaktdaten oder auch auf der Homepage, klar. Und ja, dann sind wir schon fast am Ende. Am Sonntag gibt es das letzte Video von meiner Weihnachtsserie. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, klar, es gibt nach wie vor ein Freitagsvideo, also keine Angst, aber ja, es ist schon eine Herausforderung, jeden zweiten Tag ein Video rauszubringen. Nichtsdestotrotz hat super viel Spaß gemacht. Aber es ist ja noch nicht vorbei, wie gesagt, Sonntag das letzte Video. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.